Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, wir fahren beim zweiten. Und probieren es einfach mal. Eigentlich könnte man es gut auch ganz kurz. Na, hier war es ja tags. Das heißt, hier erkennt man sehr gut, ja, da dreht sich einmal wunderbar im Kreis. Ist es also wirklich das Event, das ein Hindernis kommt, wird also wirklich, also man fährt halt die ganze Zeit im Kreis und zwar so lange, bis man fünfmal das Event ausgelöst hat. Das Event kann man nicht so lange auslösen, wie man andauernd die Bremse drückt. Sehr gut, also entweder sehr gut durchdacht oder man hat da eigentlich was anderes mitmachen wollen und hat damit das ungeahnt auch gleich mitgelöst. Cool. Gut, dann spielen wir mal das Level mal so, wie es gedacht ist. Ich überlege zwar trotzdem noch, ob man das ein bisschen ausdribbeln kann, aber ja. So, erstmal hier, ne? Das verbietet das Spiel ja nicht. Warum auch immer eigentlich. Hat man jemals zwei Zahnstocher, die ich mir die Augen schieben kann? Halbe Sekunde, Alter. Ich meine, jetzt sollte man natürlich durchgucken. Ich meine, man sieht ja, dass meine Durchschnittszeit so bei einer halben Sekunde liegt. Jetzt könnte man natürlich gucken, wie war die Umrechnung? Ich glaube, 3,6 km/h sind 1 Meter pro Sekunde. Oh, das war gerade super, super verzögert. Wobei, hey, kann man, das war doch gerade mehr als eine halbe Sekunde. Das hat mir selbst ich gemerkt, wie verzögert das war. Egal, auf jeden Fall, das heißt, wenn man jetzt hier mit 80 km/h zum Beispiel fährt, nehmen wir mal an, die Umrechnung ist nicht 3,6, sondern 4, ne, damit das dritte Rechnen einfacher wird, dann würde es bedeuten, dass man in einer halben, also in einer Sekunde 40 Meter fährt. Das heißt, in einer halben Sekunde hätte man alleine durch die Reaktionszeit des Menschen 20 Meter. Boah, Alter, das ist heftig. Einfach mal 20 Meter, die man alleine dadurch verschwendet, dass man so lange reagiert. Oder braucht zum Reagieren. Das ist schon echt heftig. Und wie gesagt, das ist ja, wo ich weiß, dass da was kommt. Sobald du in den Alltag übergehst, war's das. Ich würde gerne die nächste Quest mal versuchen, indem ich nicht direkt drauf achte, sondern versuche, nicht drauf zu achten. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Weil das Gehirn ist ja trotzdem gebiased, so. Also das ist ja jetzt sehr konsistent. Wow. Das war ja schon sehr konsistent. Heieiei. So, ich versuche das mal nicht drauf zu achten und einfach so zu fahren. Und ich möchte mit euch zu quatschen so. Ha, das Wetter ist schön, dies das Ananas. Hallo, ich bin's als Ronny und ja, wir fahren hier einfach mal so, wir fahren jetzt aktuell 40 km/h. Fahre LKW, sobald du und falte an, Hindernis siehst. Aha, okay. Verkehr wir hier auch keine auf den Straßen. Wobei ich schon sagen muss, die Landschaften von den Dingern hier sind schon echt geil. Wenn man mal so bedenkt, die ganzen Landschaften, gut, da hinten, oha. Oh, okay, siehst du, jetzt müsste schon mal eine Dreiviertelsekunde. Da hinten, die Landschaften, sieht man schon, dass das reine PNG-Grafiken sind, also da kannst du mir erzählen, was du willst. Da sieht man hier, also hier sind es wirklich reine 3D-PNG-Grafiken. Beim Eurotruck-Simulator ist es ja zum Glück noch so, dass es zwar richtig 3D-Modelle sind, diese aber halt sehr grob strukturiert sind, klar. Aber hier sind es ja wirklich reine PNG-Grafiken, die weit entfernten Berge. Aber es ist halt witzig, wie das so diesen Unterschied hat, ne? Dass man halt, ich meine, sonst kennt man halt von SCS, von SCS-Software, das ist halt, also, das halt eine große Map hast, ne? Du hast halt eine riesige Map, auf der kannst du alles machen.
Und das hier ist halt so ein komplett anderes Spiel. Das geht halt extrem in diese oh, das sieht unrealistisch aus, der Berg da. Das geht halt so extrem in diesen Arcade-Style. Oder halt in dieses klassische, wie klassische Videospiele aufgebaut sind. Dass halt wirklich hast, okay, du hast halt verschiedene Levels. Boah, der war ja schon ein Ausreißer jetzt gerade. Dass halt so verschiedene Levels hast und du hast dort quasi wirklich für jedes Level eine komplett eigenständige Map, die halt allesamt nicht so, also halt das Gegenteil von Open World. Dieses klassische, stupide Levels, die halt extra für dieses eine Level halt gedacht sind. So, das ist halt so. Ist halt schon krass, weil man das halt so von SES-Software halt überhaupt nicht gewohnt ist. Ich hätte jetzt gerne mal eine Map, wo einfach mal so im Kleber-Style einfach alle diese kleinen Maps, die jetzt hier vorhanden sind, einfach mal zusammengeführt werden. Oder letzte war es schon sehr, sehr gedingstert. Wobei ich auch gemerkt habe, beim letzten habe ich auch schon ein bisschen auf die Straße geachtet. Jetzt nicht direkt auf ein Hindernis, sondern einfach, weil es gerade eine Kurve war und ich dementsprechend in der Kurve bleiben wollte. Deswegen habe ich sowieso auf die Straße gerade geachtet. Aber hier sieht man, also es ist tatsächlich bei weitem nicht so viel schlechter, wie ich dachte. Ich meine, ich bin von 50 im Durchschnitt, also auf 52 oder so, auf hier, keine Ahnung, etwas mehr als 70. Also gerade mal eine Fünftelsekunde länger. Es geht eigentlich. Und wenn ich sogar auf die Straße achte, weil gerade eine Kurve ist, ja, sieht man es ja. Ist es sogar gar nicht so viel mehr. Man müsste mal echt gucken. Aber ich glaube, das kann ich. Da müsste ich mal ein richtiges Setup drauf machen. Wo ich einfach mal so fahre, dann so ein Hindernis kommt, ich drücke, dabei nehme ich die Tastatur auf, also aber die Kamera so, dass man sowohl den Bildschirm als auch die Tastatur sieht, sodass man dann wirklich das Video im Nachhinein Frame für Frame durchgehen kann und gucken kann, wie viele Frames hat es gedauert, bis ich auf ein Hindernis reagiert habe mit Klicken. Weil das ist ja die eigentliche Reaktion. So, alles andere kann ja sein, dass es einfach das Spiel ewig braucht. So, who knows? Ich versuche jetzt auch wieder nicht drauf zu konzentrieren, ne? Und dementsprechend auch wieder dunkel. Also hell und dunkel und jetzt wieder hell, dunkel. Ich dachte, jetzt wird es einfach aufgrund der Strecken schwieriger. Aber es ist jetzt genau das Gleiche. Ich dachte, dass jetzt wirklich wesentlich verwinkeltere Straßen kommen oder so. Naja. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also dass man wirklich dieses Frame-für-Frame-Vergleich hat. Jetzt mal nicht da machen hier. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Irgendwas wollte ich gerade sagen mit Reaktionszeit, dass man es vergleichen müsste, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Hallo? Motor? Der war schon wieder in einem viel zu niedrigen Gang. Digga, bleib doch mal in der Spur, Junge. Ich glaube, da machen wir in der Folge jetzt vor allen Dingen das Ding hier noch zu Ende. Dann wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil es ist ja schon die letzte Runde. I don't know. Und dann werden wir mal in der nächsten Folge dann, vielleicht wird die auch ein bisschen länger, mal gucken, ob es eine halbe Stunde dann wird oder so. Wow. Ja, siehst du, jetzt habe ich nämlich wieder auf die Straße geachtet, weil ich gerade ins Schleudern kam. Und schon konnte ich auch wieder schnell, viel schneller darauf reagieren. Ich habe jetzt 17 Dateien, das heißt, schwierig. Dann müsste jetzt die Folge alleine schon eine halbe Stunde werden, ansonsten komme ich aus dem Takt raus. Weil ich wollte ja, also ich habe jetzt, also ist das ist jetzt die 9. Folge, die eine Viertelstunde gehen würde. Und ja, dementsprechend hätte ich dann 9 Folgen die Viertelstunde gehen. Sprich, also 2 Folgen pro Tag geht dann gar nicht. Oder ich hätte einfach 3 Folgen pro Tag, oder? Das würde auch gehen. Bei diesen schnellliebigen Folgen vielleicht sogar gar keine so schlechte Idee. Dann habe ich einfach 3 Tage, wo ich 3 Folgen hochlade. Wow. Und ja. Nach der Folge, wie gesagt, wird das sowieso wahrscheinlich ein bisschen kürzer. I don't know. Wenn wir dann ein bisschen freie Fahrt machen. Und die Folgen dann auch eine halbe Stunde lang und dafür dann mal wieder nur eine pro Tag. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Also, wir werden jetzt was machen können. Oh ja. Ja, heißt also, wenn man sich früh auf die Straße konzentriert, lande ich so bei 50. Etwas mehr als 50. Und wenn ich mich komplett ablenke, lande ich so bei etwas mehr als 80. Naja, also, das ist ja schon fast ein Höchstwert. Interessant. Oh, ich habe jetzt echt Bock, so ein Setup aufzustellen.
Wie leicht ist das machbar? Oh, muss ich überlegen. Machen wir in der nächsten Folge. Dann mache ich auch nochmal eine kurze Folge, wo ich genau das probiere. Aber alle geschafft, hey. Und das, obwohl ich teilweise sogar unkonzentriert war. Gut, wie gesagt, versucht unkonzentriert. Das Gehirn ist ja trotzdem gebiased. Also ganz normal kann man gar nicht fahren. Aber zumindest habe ich mich versucht, nicht darauf zu konzentrieren. So wie bei den ersten beiden. Egal. Bis dann.